Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Mutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage, nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie ich eine der meine nur Pflicht. Eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir.
damit hallo und willkommen zu ja, einem neuen Let's Play, das ich geplant habe. Wie man sehen kann, von Horizon Zero Dawn. Wir haben ja jetzt schon einiges gesehen. Ich meine, wie man unschwer von Cover und so weiter des Spiels sehen kann, sind wir dann wohl dieses Baby da. Und anscheinend sind wir ausgestoßen, was auch immer das bedeuten soll. Und überall laufen irgendwelche, ja, Maschinen-Dinosaurier rum. Sehr interessant. Und anscheinend, gibt es Leute, die die Ausgestoßenen nicht leiden können. Naja. Dann gehen wir dann gleich mal weiter ins Spiel und finden heraus, was als nächstes geschieht. Einfach mal normal. Aloy! Aloy! Oh, du hast lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Oh, komm schon. Oh je. Oh, hier unten sind Ratten. Sind wir abgeschmiert. Es gibt zwei Wege, da lang oder da lang. Oder geh erstmal da gucken. Das sieht aus wie eine Sackgasse. Das ist keine Sackgasse. Na, das sind nur die Federn. Ich dachte, dieses Viech hätte sich gerade in mein Gesicht ziemlich gesetzt. Das wäre lustig. Aber ich passe durch. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Das ist doch cool, ey. Das sieht aus wie eine Welt, in der man ziemlich viel rumlaufen kann und extrem coole Sachen finden kann. Das ist, fast so, als wäre das irgendwie so eine Zukunft nach der Apokalypse oder sowas wie. Dass die Menschen extrem fortgeschritten waren und aus irgendeinem Grund sind sie dann alle abgekratzt, aber die Maschinen sind immer noch da, die Was? Sie gebaut ja? haben. Ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Ja, und das hier alles sieht auch danach aus. Dieser Vermutung passend entsprechend.
Kann man nicht klettern oder so? Was gibt's da drüben? Blumen. Was ist das denn geil? Kommt man da hin? Kann man da hin? Irgendwie ja nicht, ne? Anscheinend nicht. Aber überall, wo hier Licht hinstrahlt, so zumindest mal. Der Lichtstrahl ist ja jetzt neben dem Gras, aber ich würde mal davon ausgehen, dass er zu gewissen Tageszeiten ziemlich viel hier hinstrahlt. Wächst überall Gras. Vorne ist irgendwas. Boah, sowas erinnert mich echt an früher, ey. Da bin ich immer dann durch zu dem alten. Hatten so ein altes Haus nebenan. Generell wurden wir jetzt da. Ich wurde ja in so einem Dorf. Sozusagen, da gibt es ziemlich viele Häuser auch, die leer stehen, die einfach nur uralt vergammelt sind. Ist natürlich ein Schuss gefehlt, aber das war uns damals völlig egal. Natürlich gelatscht. Was ist auch so? So. Was ist das? Zwar nicht alles ein grau. Toter. Da glänzt doch etwas. In seinem Ohr gesteckt. Dreieck! Magisches Dreieck, finde einen Ausweg. Ich will jetzt mal gucken, kann man sich nicht irgendwie mit den Dingern da interagieren oder sowas? Das da sieht aus wie so ein Ding für Catchpin-Tomographie. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Stromstatus aus. Noch mehr Lichter. Können wir sehr langsam laufen. So, okay. Geh nicht davon aus, dass das da irgendwas bewegt. Ich muss, glaube ich, diesen Generator des da? Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Was ist das? Das hier. Oder jetzt das, ja, das da. Ah.
ein Farbwechsel. Ja, das war, glaube ich, richtig. Lotto! Hat sich hier irgendwas verändert? Hier irgendwie? Nee, ist immer noch so selbe Gefussel. Was sind da? Was sind diese Sachen? Oh. Direktor Evans, Einmeldung vom USRC. Black Quartz verschlüsselt. Ich habe die Nachricht auf das Holoraster geroutet. Zum Betrachten. Okay. Glubsch, glubsch. Wie komme ich da hin? Da hin? Da ist eine Kiste auf der Karte. Ich würde da gerne rüber. Nur finde ich gerade keinen Weg dahin. Ja, wir haben am Anfang auch diesen komischen Zylinder da gesehen. Den man nicht erreichen konnte, scheinbar. Das ist ein Toter. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Okay, damit kann man irgendwie nichts machen. Gibt's hier nur irgendwelchen Loot? Gott, das ist so von Dungeon Games zu Kram eingenommen. Wir suchen eigentlich immer nur Loot, ey. Mit so Survival-Kram. Immer alles looten. Ja, immer alles looten. Deswegen gehen wir jetzt dahinter. Und nicht die Treppe rauf. Also offensichtlich war das der Weise der Ausweg ist. Ah, guck mal da. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen.
Okay, was mit diesen Leuten passiert? Das sind Tiere draußen. Oder diese, ja, mechanischen Tiere. Ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier so, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Alle diese komischen Dinger am Ohr. Und vielleicht ist das alles, was ich brauche, weißt du? Als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast, in diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln, musst du wegschauen, sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Das, was gerade in mir erblüht war, verstehst du? Tot. Die Erde wird sich bald auflösen wie Schnee. Die Sonne aufhören zu scheinen. Doch Gott, der mich nach hier unten rief, wird The fuck? Ist bei denen kaputt. Ziemlich viel, so wie es aussieht. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Wird. Das ist interessant, die sind so anscheinend so fortgeschritten. Wie tust du noch zu Gott oder so? Sehr interessant. Rost hat mich gefunden. Hier unten. Ich komme. Urmutter sei Dank. Komm, Kind. Nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Hm.
Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen.